Alma Michel und Adrian Walter haben sich für euch auf das Glatteis gewagt. Club Lies trainieren für einen Spitzenkampf am Sonntag am Abend um 8 Uhr hier in der Lies Reisporthalle. Ihr Gegner ist der jetzige Leader, der HCM Münchenbuchsee. Rolf Hoffmann, ihr seid der Trainer der Lieser Junioren B. Ist das Training heute Abend gleich wie sonst auch? Also sicher körperbetont bezogen, das ganze Training. Und intensiver, vor allem mehr Tempo als andere Mal. Ja, da bestimmte Linie alles zusammenstellen, schon von Sonntag bezogen, alles zusammen. Ihr habt 27 Spieler in der Mannschaft. Gibt es keine Probleme? Im Moment, diese Saison ist es wirklich tiptop gegangen. Keine Probleme gehabt, vor allem auf Bezug von den Eltern gesehen. Weil sicher der eine oder andere Gil hat länger mehr zuschauen und nicht, nachher mögen. Aber die Eltern haben auch gesagt, es sei gut, sie akzeptieren das alles zusammen von den Gil. Es war nie ein Morgen, es war gegen tiptop. Sicher der eine oder andere hat mir zwischendurch wüst gesagt, aber das gehört dazu, es braucht es. Aber es ist immer hervorragend gegangen und man muss ein Kompliment machen an Gil, dass jeder für andere geschaut hat. Und das Team alles zusammen war super. Die Gil kommen aus verschiedenen Ortschaften, von wo auch allen Orten. Ja, das ist hauptsächlich die grosse Region Lies, das heisst Grossaffoltern, Sauberg und dann Stuten, Eggerten kommen etwas, dann Arberg, Bargen und der grösste Teil kommt schon von Lies. Und dann ist noch von Biberen, Ritzenbach und Tungen sind auch noch. Zu welchem Alter können Sie bei den Junioren B spielen? 16 bis 20-jährig können Sie spielen, das heisst einfach die, die aus der Stifte kommen, bis sie aus der Schule kommen, bis sie aus der Stifte draussen sind. Und nächstes Jahr gibt es eine neue Änderung. Das heisst, von unten rauchen wird alles ein Jahr aufgesetzt. Das heisst, noch weiter sind die 9 Klässler. Und die erste Jahrstifte sind jetzt neu zusammen. Und es sind einfach die Junioren-Alter nur noch 3 Jahre, anstatt bis jetzt 4 Jahre. Das wechselt nächstes Jahr. Das heisst, auch die jüngeren Liga, die Kito, Mini, alles unten rauchen, wird ein Jahr älter aufgestuft. Alles zusammen. Es hat euch bewogen, Nachwuchs-Eishockey-Trainer zu werden? Vor allem die Freude am Hockey, weil es ein interessanter Sport ist, schnell. Lauf ging etwas. Und dann vor allem eben zusammen arbeiten mit den Giel, alles zusammen, mit den Jungen, das was man einfach am meisten zusagt. Was gibt es euch, mit jungen Leuten zu arbeiten? Ja, man wird jünger dabei, man bleibt jung. Es ist einfach schön zusammen zu arbeiten, vor allem arbeiten gerne mit Jungen zusammen einfach. Und ja, genau sagen, wieso, warum. Oder was gibt mir, ja. Es ist einfach schön. Es ist schön zusammen zu arbeiten mit Jungen, wenn ich Zeit habe. Irgendwie vom Beruf her gerne, würde ich sicher noch gerne mit Jüngeren zusammenarbeiten. Es würde mich noch mehr interessieren von dem her. Ausgeht, dass das, was ihr macht, die Jugendarbeit ist, habt ihr das Gefühl, dass das reicht oder können wir noch mehr für die Jungen machen? Also sicher kann man ganz viel mehr machen für die Jungen. Wobei einfach, es ist einfach sehr wahrscheinlich, es ist einfach ein Tropfen, ein heißer Stein, dass man sieht, dass alles geht auf der Gasse, auf der Straße. Man schaut, dass es erlebt alles geht. Wir machen sicher viel hier zu Lies, aber es ist einfach zu wenig für die Jungen alt sein. Man muss einfach mehr von der Straße vorteilen. Aber es wird nie alles möglich sein. Nie 100% kann man das wegbringen. Das ist einfach nicht möglich. Merci vielmals. Ja, Spieler nach dem Training gefragt, warum sie einen Mannschaftssport wie Eishockey machen und nicht einen Einzelsport. Ja, das ist viel schöner, wenn man zusammen eine Mannschaft kann etwas trainieren, ein Match spielen oder ja, man kann zusammen etwas erreichen. Ich finde es viel schöner, als wenn man allein muss kämpfen und so. Und man hat so lustig zusammen, sei es in der Garderobe nach einem Match, sei es irgendwo sonst im Ausgang oder so. Ja, man kann einfach zusammen halt fördern damit, dass man zusammen ist. Also, ich finde auch Zusammenhalt, das finde ich gut. So. Da kann man in Mannschaft spielen. Es ist kein, eben, wir sind alle zusammen, wir gehen zusammen auch ein bisschen fahren und so. Und eben, mit dem Blush zusammen. Ja, schön, zusammen in der Mannschaft, schon wie die anderen haben gesagt, auch nach dem Match, nach dem Training immer. Das 10. Goalschiss mit dem Bier zahlen, finde ich sehr schön. So. Ja, also ich glaube, ich mache es sehr, weil man eine Kameradschaft hat im Hockey. Und ja, beim Einzelsport ist man mehr für sich und man kommt ja eigentlich für die Freude her. Also ich habe es auch keine gewählt, weil es eine Mannschaftssportart ist. Ich habe einfach Interesse an diesem Sport und betreibe ihn eigentlich deswegen. Klar, es ist schön mit der Mannschaft zusammen, zusammenhalten, das finde ich toll.
Aber ich habe es nicht wegen dem gewählt. Also einfach Hockey macht mir schon Spass. Ja, wir sind so vor allem wegen dem Zusammenhalt der Mannschaft. Man kann etwas lernen so im Leben, eben, dass man nicht Einzugänger wird. Oder? Und, dass man andere akzeptiert in der Mannschaft. Was mich auch noch interessiert hat, wie viel pro Woche und zu welcher Zeit dass ihr trainieren? Etwa einmal in Woche, meistens. So 4 ab 7 bis 4 ab 8 meistens. Einmal in Woche, ja. Das ist ein bisschen wenig. Also, manchmal haben wir mehrmals pro Woche, aber meistens schon nur einmal und manchmal ein bisschen später. Ja, diesen Monat hatten wir etwas wenig, es war etwa 2 Mal und heute war es spät. Heute haben wir von 10:30 bis 11:30. Also wir haben meistens einmal Training und dann sehr spät. Wenn wir das Training haben, entweder früh, dass die arbeiten nicht kommen können oder sonst am Abend Sport, wo die Schüler nicht kommen können. Ihr könnt ja nur bis 20 bei den Junioren B spielen. Was macht ihr nachher? Hängt ihr die Schläfe an Nagel oder gibt es andere Möglichkeiten? Ja, also ich komme jetzt eigentlich von Biberen und wir sind hier Kombispieler. Ich habe bei Leister Nachwuchs gemacht und ich gehe dann zu Biberen zurück, sei es die 2. Liga oder die 3. Liga. Also ich auch vor, 2. Liga oder 3. Liga spielen bei Biberen. Also ich muss schauen, ob ich irgendwie die dritte Liga angeschlopft bei der Mannschaft. Sonst sehen wir es, was sie machen nachher. Aber die Schläfe hängen sicher nicht den Nagel. Also ich bin auch Kombispieler von Biberen und kann auch zu Biberen zurücknehmen. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen oder noch etwas loswerden? Ja, es wäre gut, wenn wir mehr trainieren könnten. Wenn wir in den Matchen mehr Zuschauer hätten. So ein bisschen Geld spenden. Ein bisschen mehr Trainingszeiten. Mehr Zuschauer. Bleibt